just let me go. I've been under your spell. I love you so, it's just hard to tell. I lost my way and there's no coming back. And I'm all done, the love's all gone. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Heute mit dabei ist der MC Dragon mal wieder. Hallöchen, MC Dragon. Da steht ein kleiner Hobbit in mir drin. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen gefarmt, haben versucht, den zweiten Bossplatz zu machen, sind aber gescheitert an ihm. Ich würde gerne jetzt mal gucken, erstmal welches Level wir denn genau sind. Wir sind Level 32. Und würde versuchen, ich glaube, wir haben Titanitscherben, ich würde versuchen, unsere Waffen zu upgraden beim Schmied. Denn ich habe im Privatspielstand gemerkt, dass das einen mega krassen Unterschied macht, ob man Waffen upgradet. Guck mal ins kurz hier. Wir brauchen jetzt 3 Titanitscherben, haben momentan 2. Können uns beim Schmied aber, glaube ich, noch eine kaufen. Gegenstand kaufen. Genau, wir können uns noch eine Titanitscherbe kaufen. Machen wir gleich mal. So, jetzt bräuchte man noch 200. Ich hätte bei einem Schmied geschlagen. Ich will nicht wissen, was da passiert. Und wir haben hier, lol, wir haben noch 3, ja, wir haben noch genug, okay. Was ist das? Seele des letzten Riesen haben wir hier noch, okay, die können wir später irgendwann mal für Crafting benutzen oder sowas, keine Ahnung. Mal schauen. Wir aktivieren das bei unseren 3 Seelen hier. Was ist, Alter, 2400, ach, das waren große Seelen. Ah, okay, das hat uns 2400 gebracht, das ist natürlich sehr geil. Ja, dann wollen wir mal ganz kurz hier beim Schmied vorbeigucken. Ja, der MC Dragon Girl kann vielleicht, wenn er... Wenn es brenzlig wird, uns aushelfen. Ansonsten kann er auch einfach, aber sicherlich. Disco Pogo tanzen. Das ist... Ach, guck mal, eine große... Ach, du Kacke, wir haben auch eine große... Tila in die Scherbe. Unser Zauberstab ist +4 jetzt. Holger die Waldfee. Heidenritter Schwert bräuchte man jetzt eine Tila in die Scherbe. Die könnte man auch noch holen. Dann verstärkt man das Schwert auch noch gleich. Alter, das wird richtig abgehen jetzt gleich. Dann verstärken wir das Schwert noch. Kaufen uns eine Titanitscherbe. Hoffentlich reicht das. Um das Schwert jetzt noch zu verstärken. Nein! Uns fehlen 20 Seelen. Das ist jetzt doof. Okay, die können wir uns aber ganz easy farmen. Wir haben einen... Alter, jetzt nicht mal gucken, wie viel Damage der macht. Er macht normalerweise 160 Damage und macht einfach mal... 25% mehr Damage jetzt durch diese Verzauberung, das ist schon heftig. Dann würde ich sagen, reisen wir mal zum Wald und schauen mal, was das jetzt für einen Unterschied macht. Und da fahren wir uns noch ein bisschen was zusammen und können dann nochmal das Heideschwert verbessern. Und dann, Alter, wir sind so geil ausgerüstet momentan. Und dann können wir vielleicht bald wirklich den Boss platt machen. Das würde ich total verzweifeln und ich denke mal, ich werde jedem Boss ungefähr 10 Versuche geben oder so vielleicht. Dann werde ich gucken, dass ich Leute dazu invade. So mal. Oh, falsch Taste, ich habe ja die Waffen vertauscht. Wollen wir mal schauen, was der für ein Damage macht jetzt. Okay, das war jetzt unpraktisch. Ganz kurz mal ein Menschenbild. Ne, ein Estus-Flakon. Wir haben ein bisschen was, wir verlieren ein bisschen was an Leben momentan. Wegen dem, weil wir kein Mensch mehr sind, aber das passt schon. Das ist nicht so schlimm jetzt. Ich würde gern... So, der stirbt jetzt einfach mal so. Was gibst du? Du gibst ein Bastard. Wisst ihr, wieso finde ich diese Bastardschwerde nicht, wenn ich mit meinem Main-Account spiele? Das verstehe ich nicht. Ich habe jetzt 3 Bastardschwerde. Hast du überhaupt die, wie man die los wird, Flo? Verbrennen. Nee, geht auch nicht. Droppen. Aber also droppen. Runterfallen lassen. Hm, okay. Das ist jetzt keine besonders gut durchdachte Methode für so ein entwickeltes Spiel. Dann wollen wir mal hier lang machen und hier noch ein bisschen farmen. Ja klar, warum nicht? Weil den ganzen Tag habe ich keinen Reizhusten oder so. Wenn ich anfange mit aufnehmen, dann geht der Reizhusten los. Warum auch nicht? Die Aufregung, wa? Ja, ist mein erstes Mal.
So. Ist einer mit der helle Bade, den mache ich von hinten blatt. So. Und der da oben noch. Auch tot. Gute Nacht. So, nochmal ein Essensflakon schlucken. Und dann machen wir mal weiter. Weiß gar nicht, der Fette müsste eigentlich auch wieder da sein, gell? Den könnte man eigentlich ganz easy blätten und nochmal 410 uns erfarmen. Genau, da ist er. Und da wurde er gekillt. So, stirb und jetzt der nächste. Und gute Nacht. Sehr schön. Was hat der Typ droppen lassen? Hat er nicht gerade was droppen lassen? Ich dachte, er hätte was droppen lassen. Dann halt nicht. Okay, gut, machen wir weiter. Wir haben noch 11 Seelenpfeile, das reicht. Die mache ich auf jeden Fall mit Seelenpfeilen bleibt, weil die kann ich überhaupt nicht leiden. So, sehr schön. Der hat auch Platz. Jetzt müssen wir den da oben noch platt machen, ganz kurz. So. Jetzt müsste, guck mal, da oben steht er nämlich. Das sieht man meistens gar nicht. Und tschüss. So hätten wir die auch gerade gemacht. Und wir haben schon wieder, Alter, wir haben 2200 Seelen schon wieder verdient. Das ging recht schnell jetzt. Ne? Das gefällt mir. Jetzt mal hier noch ganz kurz die Leute platt machen, die hier kommen. Mir ist einer erklärt, warum ich den Kopf keinen Schaden mache. Oh. Habe ich am Ende das Pflanzenviecher nicht leiden kann? So. Hätten wir auch tot. Und jetzt haben wir... Ich weiß gar nicht, haben wir hier oben noch was jetzt, was wir killen können? Ich glaube es fast nicht. Ich glaube... Ah ja klar, der ist noch da. Aber ansonsten müsste ja alles weg sein. Du bist nur eine Leiche. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das Heideschwert gleich. Tun wir das Heideschwert gleich nochmal ab. Ich möchte jetzt aber keinen Knochen ausgeben, muss ich gestehen, um zurückzureisen. Wie haben wir denn Knochen? Oh, ich glaube, wir haben 7 Heimatknochen, das passt schon. Nehmen wir mal 7 Heimatknochen. So, auf zurück. Hey, ich selber hast du jetzt mittlerweile, Flo? Immer noch 70. Dadurch, dass ich vehement an Menschenbilder farmen bin. Ah, stimmt, der Flo. Also wenn ihr mal Tipps habt oder so, dann wo man Menschenbilder am besten farmen kann, eure Meinung einfach in die Kommentare reinschreiben. Dann kann der Flo das, kann ich das dem Flo dann sagen. Und auch für mich ist es natürlich sehr, sehr praktisch. Ich habe momentan recht viele, glaube ich, in allen meinen Accounts. Aber ich verwende die auch kaum. Ich will ja gar nicht mit dir reden. Ja, schön. Ich spiele eigentlich prinzipiell ohne Menschenbilder, solange es nicht notwendig ist. Ja, ist richtig so. So. Gegenstand kaufen. Nein, ich will nichts kaufen. Doch, will ich. Doch, nee, Moment, ich will das kaufen. Und zwar würde ich gerne von dir noch 2 Titanitscherben kaufen. Danke. Zurück. Und dann würde ich gerne Waffen und Rüstung verstärken. Und zwar möchte ich das Heideschwert verstärken einmal. Und jetzt kann ich es mir eigentlich nochmal verstärken, mir fehlen bloß 400 Seelen. Sorry, wollte ich nicht. wir haben jetzt natürlich auch keine anderen Seelen, ne? Irgendeine große Seele wäre jetzt echt vom Vorteil, aber habe ich leider gar nicht. Ich habe jetzt nur diese Seele des Riesen. Was bist du? Edler Knochenstaub. Verbrennen im Leuchtfeuer stärkt Estus Flakon. Achso? Echt?
am Leuchtfeuer rasten, verbrennen. Edler Knochenstaub. Ja. Eure Kraft aus dem Essungsvakuum wurde gestärkt. Geil, okay. Kein Problem. Verbrennen, was haben wir hier noch zum Verbrennen? Menschenbilder. Damit könnt ihr Höhlenwendung umkehren. Schwächt außerdem die Verbindung zu anderen Welten, wenn ihr den Leuchtfeuer verbrennt und verhindert die Evasion in den meisten Kooperationen. Schaut man sich ein Bild bis genau an, erkennt man eine Menschenform, das hängt davon gedacht, ob es so. Okay. Zaubereinstimmung, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Großer Seelenpfeil, Seelenpfeil. Seelenpfeil, Seelenpfeil. Jetzt habe ich 15 große Seelenpfeile statt 30 kleine. Probieren wir mal wieder, ob das irgendwie was bringt. Gehen wir mal zum Heideturm. Und probieren mal kurz. Eigentlich können wir im Heideturm... ne Drachenschild. Eigentlich können wir im Heideturm mal den... nicht ein bisschen rumfahren. Problem ist, wir verkraften halt sehr wenig. Wir sind ein sehr schwacher Charakter. Gut, dass ich mittlerweile weiß, wie man die dodgt. So. Den Hepmer, der da oben respawnt ja nicht. Das heißt, wir können eigentlich versuchen, hier ein bisschen durchzufarmen und dann immer zurückzugehen. Also die beiden könnten wir mal farmen und dann gehen wir einfach immer zurück. Hallo? Oh, genau das meine ich. Wenn der erstmal mich böse erwischt, dann war's das mit uns. Stehen bleiben. Ich dachte, der steht noch. Gut, dann hätten wir die beiden auch erledigt. Dann gehen wir mal zurück. Wie gesagt, ich will jetzt nicht allzu viel Leben verloren hier, aber die geben halt zusammen immer 800. Das ist ziemlich praktisch, wenn man gut leveln will. Gehen wir mal ans Feuer. Wir gehen einfach ans Feuer. Gehen wieder zurück. Warum haben die immer alle lila Haare? Ich verstehe nicht, warum die mal lila Haare alle haben. Nein! Ich wurde gerade von der Truhe gefressen. Was gefressen? Ja. Hast du schon noch mitbekommen? Ja, ja, die nennen sich Mimik, solche Dinger. Ich kenne die. Gibt's in vielen Online-Games, Rollen-Games. Stirb. So. Ich will mal trotzdem nicht zu greedy sein und schluck mal so einen Estus-Flakon. Estus-Flakon plus 1 heißt das Ding jetzt, okay? Es ist Flakon Nummer 11. Autsch. So. Der wäre auch wieder tot. Droppt aber wieder nichts. Schade eigentlich. Dann gehen wir mal wieder zurück. Haben wir schon 1800. Das sieht sehr gut aus. Das hier können wir richtig geil farmen momentan. Das ist auf jeden Fall jetzt sehr schön. So. Rasten, wieder zurück. Und die großen Seelenpfeile machen auch echt Damage. Gefällt mir. Wundert mich halt, dass ich die nicht switchen kann. Weil normalerweise kann man doch... Wo kann man sich denn die Zauber ausrüsten, Flo? Geht das nur über den Pfeil? Ja, das glaub ich, also ich weiß es halt nicht, weil ich habe das noch nicht so richtig ausprobiert. Aber ich glaube, es geht nur übers Feuer. Ist ja doof, weil ich würde gerne die kleinen und die großen ausrüsten, dass man das switchen kann, weißt du? Naja, ich kann es schon. Ja, du kannst ja... Bei mir ist es ja so, ich spiele mit Controller, ich kann Y drücken und dann kann ich dazwischen wechseln. Ach so, du kannst das... Also wechseln geht, meinst du? Ja, wechseln geht wie mit Waffen halt. Okay, dann muss ich irgendwie dafür sorgen, dass ich die beide ausrüsten kann. Moment, das mache ich mal. Zauberbeeinstimmung.
Ah, okay, alles klar. Jetzt habe ich's. Lol, sag mir nicht. Ohoho, jetzt habe ich 32 Seelenpfeile und 31 große Seelenpfeile. Ach du Kacke. Ich hatte bis jetzt nur 30. Okay, gut. Das heißt, ich habe jetzt 120 Seelenpfeile. Jetzt kann ich farmen. Oder wie siehst du das? Auf jeden Fall. Jetzt kannst du das gerne. Bartelwasche ist so. Alter, 120 Seelenpfeile, what the fuck? Ich dachte mir immer, wie machst du das? Weil wenn du die Gegner mal respawn, weißt du, dann musst du ja... Du verballerst als Magier die Seelenpfeile ja schon so, deswegen habe ich mir dieses... Schild dann ist halt noch das... Deswegen habe ich mir das Heideritterschwert als zweite Waffe genommen, damit ich mir wenigstens durchschnitzeln kann. Aber jetzt... ist ja easy. Oh, was war das denn? Gleich ausgewichen. Eigentlich bin ich ausgewichen, das sind die Ausreden immer. Hier geblieben. So. Dich krieg ich auch mit, Schild. Was lässt du fallen? Du lässt einen Bleichstein fallen. Was ist denn ein Bleichstein? Ist das sowas wie ein Bleistift? Witzig. Okay. Leute, meine... Hä? Die kleinen Seelenpfeile machen genauso viel Damage wie die großen, also habe ich... So. Gott. Kann ich auch fragen. Schaden. Nimm mich mal fragen, passt schon. Das waren jetzt einfach mal ein Haufen Seelen, die ich da verloren habe. Mindestens 100.000 wieder. Du hast Spaß im Game, ha? Das Schöne ist, ich brauche einfach noch ein paar Mobs zu killen, hab ich wieder 100.000. Einerseits würde ich auch gerne so weit zocken wie du, andererseits würde ich mich dann komplett im Let's Play spoilern. Ja. Was halt echt beschissen wäre. Da mache ich ja, spoiler ich ja schon genug. Ja, das stimmt. So. Autsch. So. War übertrieben der letzte jetzt, aber egal. Gegenstand, alte Ritterrüstung. Was macht die? Alte Ritterrüstung, sieht gut aus. Alte Ritterrüstung. Oh, krass. Flo. Ja. Die Ritterrüstung ist einfach mal viermal so gut wie die Rüstung, die ich momentan anhabe. Ja. Alter, wie edel sieht das denn aus? Das muss ein übelst seltener Drop sein, what the fuck? Nee, wir waren ja schon unten beim Boss, gell? Nee, waren wir hier schon beim Boss? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich war nur privat beim Boss. Sehen wir ja gleich. Jetzt ist der Bosskampf für die. Okay, gut. Gut, wir können jetzt hier zum Boss gehen. Der ist... Ich glaube, der war recht einfach noch im Vergleich zu den anderen Bossfights. Stimmt, der war ich bin der im Spiel, im Let's Play war ich ja noch nicht. Er hat nochmal ein bisschen speziellere Moves, der hier, der Wächter. Zum Beispiel den Move, ich kill dich einfach mal so, Bitch. Oder auch, ich sterbe einfach mal so, Bitch. Das sind zwei ziemlich coole Moves, die er drauf hat. Du sollst den Gegenstand aufheben, nicht auf den Stein ballern. Geborstener blauer Augapfel. Also den habe ich jeden Freitag, wenn ich mich mit irgendjemand anlege, weil ich so ein harter Schläger bin, weißt du Bescheid, ne?
Ja. Ein geborstenen blauen Augapfel. Klingt eklig, ist eklig. So, ich habe jetzt noch 35 Seelenpfeile. Problem ist, dass wir, wenn wir jetzt nicht reingehen, da drinnen nicht mit Pfeilen arbeiten können. Wir müssen gegen den mit dem Schwert arbeiten. Und da ich mit dem Schwert noch nicht so gut bin, werde ich an der Stelle erstmal einen Knochen benutzen, um zurück zum Feuer zu kommen. Denn wir haben, so stark wir auch sind, wenig Chancen. Ich müsste sehr, sehr lange ausweichen gegen dieses Monster. Wir haben echt hohe Schlagrate. Wir haben mit dem Schwert echt eine gute Schlagrate. Das gefällt mir, weil wir so viel auf Bewegung gehen mit dem Dings. Haben wir... Nee, Bewegung ist Bewegung dasselbe wie Schlagrate? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung, du. Auf jeden Fall sind wir da ziemlich schnell mit dem Schwert. Ich drücke gerade Schwert. Ja, funktioniert super. Stehen bleiben, ich krieg dich eh. So, macht seine Kombi ganz kurz, da kann ich mal kurz einen Heil dran schlucken, um nicht sofort drauf zu gehen. Wow, wow. Na komm. Oh, bitte nicht. Oh, hatte ich jetzt Muff sausen, dass der mich killt, Alter. Oh, okay. Okay. Gehen wir erstmal weg. Wir haben jetzt 5400 Seelen, das sollte eigentlich reichen, um ein bisschen was abzugraden. Auf jeden Fall hau ich das Schwert noch hoch, weil das Schwert wir brauchen gegen den Boss. Es ist halt... Ich finde, es ist, gibt gar keine so wirklich Allround-Charakter, weil du brauchst bei manchen Bossen halt brauchst du einfach Fernkämpfer, bei manchen Bossen brauchst du halt einfach Nahkämpfer. Ich. Zum Beispiel beim Riesen brauchst du unbedingt Fernkämpfer. Also der Nahkämpfer ist da ganz doof beim ersten Bossgegner. Ja. Sorry, tut mir leid. Alter, ich bin froh, dass die nicht gleich beim ersten Mal angreifen, die NPCs, wenn man sie anhittet, ey. Ich würde sonst nur gejagt werden von den Viechern. Waffe, Rüstung verstärken. Dann verstärkt man im Seminar erstmal. Jetzt brauchen wir noch 3 Titanitscherben. Das kriegen wir auch noch hin. Sehr schön. Kaufen. Hast du noch 3? Das wäre natürlich jetzt Bombe. Nein, er hat nur noch 2. Ah, scheiße. Okay, er hat nur noch 2. Unser Seminar ist jetzt auf Level... Komm, lass mal auf zu reden. Der Skiminar ist auf Level 2 und der Zauberstab ist auf Level 4 jetzt. Das ist eigentlich ziemlich geil. Dann wollen wir mal noch mit der heißen Red Hat reden. Meine schluckliche kleine Schnecke, lass mich mal bitte leveln. Wir kriegen 2 Level damit voll. Angriff, Stärke, GSK, was heißt denn Angriff, GSK, weißt du was? Soll das Geschwindigkeit sein? Denke, oder Geschick. Ich könnte Geschick, ja, Geschick um 4, das tut meine Resistenzen. Ich glaube, ich mache mein Geschick mal ein bisschen höher. So. Gelevelt. Verlassen. Ich verlasse dich, mein Kleiner. Geht leider nicht anders. Da wollen wir probieren, ob wir gegen den Boss ankämpfen. Mal gucken, ob wir gegen den Boss ankämpfen können. Okay.
Das heißt, wir müssen, aber wir müssen mit den kleinen Magieattacken. Alter. Das ging schnell. Ihr seid gestorben. Gestorben mit U. Ich glaube, ich renne einfach durch. Feuertrakenstein, verändertes Titanit, er verstärkt Waffen um Feuer. Ich habe vorhin irgendwas gehört von der Titanit-Scholle, Flo. Die soll irgendwie, so, hier werde ich jetzt mal Menschenbild schlucken, das ist für mich ziemlich wichtig. Die soll irgendwie, Waffen auf plus 10 leveln können, also auf Level 10 bringen können. Echt? Ja. Muss aber sehr, sehr selten sein. Da stand irgendwas drunter, wo man die findet. Die soll sehr selten sein, aber ich hab's mir nicht durchgelesen. Ging zu schnell. Das war in so einem Ladescreen drin, weißt du? So. Rennen wir mal an allem vorbei, weil wir wollen jetzt... Wäre schwach, wenn wir jetzt die ganzen Viecher ja blapp machen, unsere Estus voller Kohlen vor Ballern und so. So, schlag du mal zu. Nebel betreten. Echt jetzt, ich komm... Immer wieder erstaunt, dass es alles in Dark Souls gibt. Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? Ich komm... Wie sinnlos war das? Der hat mich gerade aus dem Nebel betreten rausgeschlagen, ey. Was für ein Spast. Das habe ich bis jetzt immer so gemacht, das ging immer. Na, dieses eine Mal natürlich nicht. Im Let's Play. Supergeil. Ich habe ja nur gerade eben ein Menschenbild benutzt. Leck mich am Arsch.